Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, das letzte Rennen in Monaco, da sprechen wir am besten nicht sonderlich viel drüber. Lief gar nicht. Ne? Also ich habe mir definitiv mehr erwartet, weil unsere Geschwindigkeit ja an den niedrigen Geschwindigkeiten besser ist. Aber naja, Gasly hat das Rennen gewonnen vor Hamilton im Alpha Tauri und Bottas Dritter, also ein ganz kurioses Rennen. Ja, da kann man nicht viel sagen. Ne? Also Monaco finde ich wieso einer der langweiligsten Rennen. Weil es nicht viel passiert. Und da kann man nicht, was will man machen? Aber gut. Wir spulen etwas vor, weil da das Design der Frontflügel fertig ist. Ob das natürlich was helfen wird jetzt in Baku, sei dahingestellt. Also es sollte ein bisschen helfen, aber die Frage ist natürlich, wie sehr. Machen auch direkt ein neues Projekt. Einmal bitte Frontflügel. Wir haben keine Stunden mehr. Die Werte gehen halt hoch, aber wäre schön, wenn sie schneller hochgehen würden. Oh, also Bremsenkühlung geht auf jeden Fall gut hoch. Ne, packen da wieder unsere 5 Leute rein auf Intensiv. Dauert wieder 2 Monate. Und dann das ganze schicke Ding auch fertig. So, wir machen einen Notfall. Weil, obwohl, wir bauen ja nur 4 Stück. Wie lange brauchen wir jetzt bis zu Baku? Ja, ja, erstmal abbrechen. Baku ist wie lange entfernt? 4 Tage. Okay, wir müssen Notfall machen. Klar, kostet uns ein bisschen mehr. Aber ich hätte gern dieses Update. Sofort. Na, wir haben noch genügend Geld übrig, also. So, Vertrauen ist, glaube ich, gesunken. Aber momentan haben wir, glaube ich, großes Vertrauen. Ich hoffe mal, das reicht für das nächste Ding. Also, dass wir, wenn ich das Ziel nicht erreiche, was momentan dann raussieht, das langfristige Ziel, dass wir dann zumindest mal was haben. So, wir werden den Motor tauschen. Und zwar zum zweiten. Schon relativ viel Rennen gefahren eigentlich, muss man sagen. Bevor wir jetzt erstmal den Motor tauschen. Beim ERS sieht es noch sehr gut aus. Bei beiden Fahrzeugen, ne? Jo. Im Getriebe sind wir ja schon beim zweiten. Aber auch gerade frisch erst eingebaut. Das heißt, da haben wir wieder ein bisschen mehr Power. Sonst schauen wir mal, irgendein Fahrer, der Punkte bekommen kann. Natürlich Sargent. Wieso bekommt Sargent so viele Punkte? Kriegt man als Testfahrer mehr Punkte als die anderen? Kontrolle ist sehr wichtig. Das Personal hat nochmal einen Punkt hier. Auf mittlere Geschwindigkeit. Sonst haben wir keinen. Einrichtung. Der Windkanal ist auch bald. Ja, dauert noch 21 Tage, okay. Design können wir uns leider nicht leisten. 32 Millionen ist ein bisschen viel. Allgemein ist alles ein bisschen viel. Wir haben nicht so viel Geld. Ne, weil alles, ich meistens direkt reinbutte, entweder in Updates oder in schnelle Bauung von den Teilen. Ich würde eigentlich das gucken. Es dauert noch 14 Tage, bis der Frontflügel fertig ist. Das heißt eigentlich im nächsten Rennen, wenn es kein direktes Rennen ist, sollten wir einen Heckflügel haben. Oder nach Unterboden und Frontflügel relativ nah nacheinander. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, das müsste passen mit Österreich vielleicht. Vielleicht, bin mir nicht sicher. Ich glaube, nächstes Rennen ist dann Kanada. Und dann nach Großbritannien. Und dann kommt Österreich. Irgendwie so. Im Dreh sollte das eigentlich sein. Aber ja, was mir hier eigentlich fehlt, ist dieses Sprintrennen. Kann man das irgendwie nachträglich einfliegen oder gibt es das eigentlich hier allgemein nicht? Ne? Okay, es waren nur 3 Rennen. Dieses Jahr, letztes Jahr. Dieses Jahr sollen es ja dann eigentlich 6 Stück werden. So, klar, natürlich mehr Endgeschwindigkeit und weniger Frontflügel. Mehr Traktion nach
da, du auch nach da und du nach so. Immer ja, das erste Setup ist einfach nur testen. Oh, das war ein bisschen sehr viel Geschwindigkeit. Also wäre gut, also auf der Geraden sehr schnell zu sein, ist gut, aber in den Kurven werden wir dadurch langsam. Aber gut. Moment. Ich habe da was ganz Dringendes vergessen. Haha. Also das sollten wir doch schon einbauen, wenn man das Update hat, ne? Also es ist doch schon sehr wichtig. So, T1, ob natürlich jetzt das so viel bringt, sei dahingestellt. Im Vergleich dazu und 16. und 17. eigentlich da, wo wir sind, aber... Wenn der Vorsprung natürlich etwas wieder größer wird zu Aston Martin, dann merkt man dann schon, dass es ein bisschen was bringt. Auch wenn die natürlich auch noch Updates bringen werden. Okay, Traktion war komplett in die falsche Richtung von denen. Ich gebe ein bisschen weniger Flügel. Dafür müssen wir hier mehr Flügel geben. Bremsenstabilität machen wir so. Und du musst aber in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ohne Testen geht gar nichts. So, du kriegst ein bisschen mehr, du kriegst ein bisschen auch ein bisschen weniger. Die Traktion geht ein bisschen in die andere Richtung, bitte. Okay, ich krieg die Kurvengeschwindigkeit gar nicht mehr hin. Das ist jetzt bitter. Okay. Wir haben noch ein ganzes Training, wo wir es versuchen können, wieder einigermaßen hinzubekommen. Gasly, also Alfa Romeo scheint momentan sehr stark zu sein. 14. und 17. Ja. Sieht ganz gut aus bisher, aber okay, Qualifying ist nochmal ein bisschen anders. Die Setups wollen auch noch nicht so, wie wir wollen. Leider kein Regenrennen werden. Also Regen ist mal eine gute Möglichkeit, Punkte zu sammeln. Okay, Traktion nach hier. Kurvengeschwindigkeit. So sollte es eigentlich ganz gut sein. Okay, optimal. Kurvengeschwindigkeit passt gar nicht. So, klar, hier auf den Geraden sind wir jetzt vielleicht nicht mehr optimal, aber das andere ist halt eine gute Änderung. Und 16. 17. Also im letzten Training sieht man so ein bisschen die gewisse richtige Stärke. Und da sieht man auf einmal, dass wir eine halbe Sekunde Rückstand haben auf McLaren. Oh, und die Setups sind sehr gut geworden. Muss ich was anstellen noch? Hier könnte ich noch ein bisschen. Ja, hier oben. Kriegst ein bisschen mehr Flügel. Also nuller Flügel vorne ist ja übertrieben wenig. Auch hier ist alles großartig. Perfekt. Auf ins Qualifikationstraining. Oder wie das früher mal hieß. Jetzt ist meine Frage, die ich die ganze Zeit habe. In Italien ist es ja meistens, oder in Monza, dass es ja im Windschatten Schlachten gibt. Im Qualifying auch manchmal. Bringt das hier auch was? Nur der Teamkollege geht ja meistens da nicht vorbei. Und ich würde der vordere Fahrer gegebenenfalls auf Seite fahren, damit der andere dann halt die Geschwindigkeit behält. Aber in der Regel würde das eigentlich was bringen. Wenn der andere auf Seite ging, kann man denen da sagen, geh auf Seite, dass dann... Ah, okay, könnte man. Würde vielleicht auf Seite fahren. Also das würde was bringen. Muss man testen. Nur die Frage ist, welche gerade?
Eigentlich die erste. Ah, es fährt Gott sei Dank keiner aus der Box. Das ist sehr gut. Klar, im ersten Mann ist es ja nicht, ist das eigentlich gut, eine freie Runde zu haben, aber dann ist die Steigerung nicht so groß wie ein, als wenn wir blockiert werden. Ob Elbe noch ein bisschen Windschatten bekommt? Ich weiß es nicht. Und 1,43,9 zu 1. Oh. 1,43,3. Ist klar, Sainz oder Leclerc, Sainz wird natürlich die Zeit schlagen. Ist, Ferrari ist halt deutlich stärker. Das ist ein bisschen breit gemacht, ne? Gucken, wo er die Zeit hinsetzt. Ich schätze mal so 1,6 Sekunden, 1,7 Sekunden sollte. Oh, er wird blockiert. Oder hilft ihm genau. McLaren gibt jetzt auch Gas. Und. Aber wurde jetzt so sehr aufgehalten? Wenn wäre das krass, wenn er so weit aufgehalten werden würde. Ja, wurde der. Mit der Elbenzeit bin ich eigentlich recht zufrieden. Okay, Stroll wurde auch aufgehalten. Also viele wurden aufgehalten. Also momentan sind wir mit beiden Fahrzeugen weiter. Also ich glaube nicht, dass Vesti sich so... Oder, momentan, also... Ocon auf Platz 7. Alonso auf Platz 2. Eieiei. Könnte jetzt ein Problem sein, den Aston Martin von uns, aber ich glaube, ja, der ist eigentlich gut weg. Ja, wir sind eigentlich früh. Oh, wir haben hinter uns immer noch Fahrzeuge. Ist dazwischen noch ein Fahrer? Ja, Tatsache. Wer denn? Cho oder? Ja, Cho auf Platz 3. Okay, aber es ist viel durcheinander, weil viele aufgehalten worden sind. Also zum Beispiel Bottas, Ricardo, Russell, ne, diesen Sainz auch, ne, Leclerc wahrscheinlich auch, die sind alle ein bisschen aufgehalten worden. Aber die Runde von Elben scheint nicht so schlecht gewesen zu sein. Ne? Wir sind nur 19 hinter Verstappen. Also die Frage, ob wir auf den Vordermann aufholen können. Also nicht, dass wir zu sehr aufholen. Das wäre nämlich natürlich schlecht. Ja, Schumacher. Also Elben holt schon sehr gut auf Tsunoda auf. Nicht, dass der den am Ende im Weg steht. Ricardo hat sich nicht verbessert. Okay. Das ist krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, jetzt sind wir sehr nah dran. Das könnte uns aufhalten. Unfall! Schumacher war es nicht. War es Cho? Nee. Okay, there's a big crash. Yep, copy. Platz 9. Sehr stark. Vesti ist raus. Schumacher auf Platz 17 ausgeschieden. Meine große Frage natürlich. Oh, diese beiden sind, glaube ich, zusammengecrashed. Kann das sein?
Das ist die Frage, ist es aus eigener Kraft jetzt geschafft oder wegen Unfall? Allein Schumacher auf Platz. Oh, Magnus hatte Strafe. Aber wir sind in Q2. Ich würde auch mal sagen, wir fahren erstmal mit den angefahrenen Soft. Im ersten Versuch. Also in Q3 zu kommen, das wäre schon übelst nice. Radio check. Copy, radio check. Aber es ist schön, weiterzukommen. Ne? Na, Schumacher jetzt fast auch geschafft. Ne? Der hat sich irgendwie gar nicht gesteigert. Ne? Beide Sektoren waren schlecht und dann kam der Unfall. Gott sei Dank hinter uns. Ne, dadurch konnte er sich ja nicht verbessern. Aber Ricardo war, finde ich, ein kleiner Zufall. Dass der sich nicht so sehr gesteigert hat. Aber auch alle sehr, sehr früh draußen. Eieiei. Es kann aber auch sein, dass der... Dass Albon halt so gut hinter dem Aston Martin war, dass der gar nicht Zeit verloren hat. Sondern er ihm geholfen hat. Oh, Freibahn haben wir. Die Frage ist, wie viele Plätze nach hinten geht's für Magnussen? Na stimmt, diesmal können auch nicht alle so lange in der Box bleiben, wie es vorher war. Und Sainz kommt nicht so viel näher. Also es müsste Sainz sein. Nee, Leclerc ist es. Kommt nicht so sehr näher, wie ich es eigentlich mir gedacht hätte. Und 43 Sekunden hinter Leclerc. Ist okay, sagen wir mal so. Mit angefahrenen Reifen. Schneller als Norris. Der freie Fahrt hatte, so wie es aussah. Okay, Gasly wird blockiert. Magnussen, ey. Mann. Bei Alfa Romeo ist aber sehr schlechte Zeit gesetzt. Da ist die Blockade aber richtig extrem gewesen. Ich glaube, diesmal sind wir die Letzten. Aber noch genügend Zeit auf der Uhr. Nicht zu spät rausgefahren, aber nicht zu früh. Also die frühere Regel fand ich besser, wo die Top 10 immer mit angefangenen Reifen fahren musste. Weil dann hast du auf einmal Mittelfeldteams gehabt, die ja von 11, 12, 13 geschaltet sind und wir waren auf einmal vor den anderen. Aber es war manchmal dieses Taktische. Ja, ich weiß, ich werde nur 10. oder 9. im Qualifying, ich nehme lieber Platz 11 und starte mit frischen Reifen. Ja, ich kann es verstehen. Aber beide Alpines momentan weiter. Die Formel 1 mal gemotzt, da die Nasen sind zu tief, wegen, man kann einen hochheben und jetzt sind sie wieder am Frontflügel dran. Ja, genau. Geile Regeländerung wieder. So, erster Sektor für Albon. Klar, jetzt natürlich frische Reifen. Ich glaube, Windschatten echt so gut hilft. Also Leclerc ist halt schon sehr schnell gewesen. War ja auch direkt im Windschatten. Und hat auf jeden Fall die letzte Gerade auf jeden Fall gut mitgenommen. So, Perez, Ocon schafft Magnussen Zeit nicht. Zeitgleich. Oh, Verstappen übelst schnell. Was ist das denn bitte? Wieso ist Magnussen so schnell? Oh, Norris aber auch noch nicht so schnell. Mal gucken, ob es reicht, um Norris zu schlagen. Es reicht sogar, um Vettel zu schlagen.
13. Und Sainz ist raus. Was? Trotzdem mit Platz 13 bin ich ja sehr zufrieden. Die Frage ist, wie viel Quid-Strafen bekommt der? 5? 10? Schwierig zu sagen. Der Renntag ist da. Jetzt müssen wir... Jo, welche Strategie? Ein Stopp. Zwei Stopp fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht manchmal. Ich würde sagen, wir gehen bei Schumacher auf zwei Stopp. Und sagen dem, der soll im Anfang ein bisschen aggressiver fahren und im Ende ein bisschen aggressiver. Dafür ziehen wir die Harten etwas länger. So. Das sollte ganz gut eigentlich laufen, vielleicht. Und Albon startet ja weiter vorne. Da würde ich auch lieber fast auf die Einschubstrategie gehen. Weil man ist halt sehr schnell mit den neuen Reifen. Aber deswegen, die Strategie finde ich gar nicht so schlecht. Klar, man hat viele Zeiten in der Boxengasse. Aber man ist halt schneller als jemand, der keine frischen Reifen hat. Deswegen werde ich hier beide auf die einstellen. Ein bisschen mehr Sprit. Ja. Klar, es mag jetzt nicht vielleicht die beste Strategie sein, aber ich finde die Zweistopp-Strategie halt wirklich angenehmer.